Wer glaubt, dass KlempnerInnen nur damit beschäftigt sind, Toiletten zu reparieren, der irrt sich gewaltig und sollte sich dieses Video auf jeden Fall ansehen. Entgegen einem weit verbreiteten Irrglauben sind KlempnerInnen nämlich nicht nur dafür zuständig, Sanitäreinrichtungen einzubauen und zu reparieren. Stattdessen fällt es in ihren Aufgabenbereich, verschiedene Bauteile mit Beschichtungen zu verkleiden und sie zu verschönern oder zu schützen. Dazu gehören Dachflächen, Fassaden, Schornsteine und auch Rohre. Um ihre Arbeit vorzubereiten, fertigen KlempnerInnen Skizzen an und kalkulieren den Materialbedarf und die damit verbundenen Kosten. Es gehört auch zu ihren Aufgaben, Angebote und Rechnungen anzufertigen und sich mit ihrer Kundschaft abzusprechen. Die Ausbildungsdauer dieser Ausbildung beträgt 3,5 Jahre und während dieser Jahre kannst du mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 700 Euro im ersten Ausbildungsjahr, ca. 760 Euro im zweiten Ausbildungsjahr, ca. 805 Euro im dritten Ausbildungsjahr und ca. 840 Euro im vierten Ausbildungsjahr rechnen. Du arbeitest während der Werktage und deine Einsatzorte sind Betriebe der Bauwirtschaft und des Handwerks. Was deine Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten anbelangt, so hast du die Möglichkeit, dich zur Ausbilderin oder Meisterin fortbilden zu lassen oder du studierst anschließend. Keine Bange, es gibt noch mehr Möglichkeiten zur Fortbildung. Weitere Informationen zu diesem Thema findest du über den Link unten in der Videobeschreibung. In deiner Ausbildung zum bzw. zur KlempnerIn wird dir im Ausbildungsbetrieb beigebracht, wie du deine Arbeit in der Praxis ausführst. In der Berufsschule hingegen vermitteln dir deine LehrerInnen das nötige theoretische Wissen. Zu Beginn deiner Ausbildung beschäftigst du dich im Unterricht mit der Herstellung und Montage von Baugruppen, mit den verschiedenen technischen Systemen, die du bei deiner Arbeit verwendest, und mit der Anfertigung von Bauelementen. Darauf aufbauend lernst du etwas über Anlagen zur Ableitung von Regenwasser und ihre Anfertigung und Montage und dir wird beigebracht, wie du Dächer mit metallischen und nicht metallischen Werkstoffen deckst. Deine letzten 1,5 Lehrjahre in der Schule widmen sich der Herstellung und Montage von Wandbekleidungen, den Instandhaltungsmaßnahmen an Dächern und Wänden und der Anbringung von Abgasanlagen, Energiesammlern und Blitzschutzanlagen. Im Betrieb setzt du all diese Dinge direkt in die Praxis um. In der ersten Ausbildungshälfte übst du dich im manuellen und maschinellen Bearbeiten von Werkstoffen und im Umgang mit Werkzeugen, Geräten und Maschinen. In der zweiten Hälfte steht vor allem das Prüfen, Behandeln und der Schutz von Oberflächen sowie das Decken und Instandhalten von Dächern und Wänden auf dem Programm. Deine Abschlussprüfung, nach der du dich staatlich anerkannter bzw. staatlich anerkannte KlempnerIn nennen darfst, ist in 2 Teile gegliedert. Der erste Teil erfolgt im 2. Ausbildungsjahr und der andere am Ende deiner Ausbildung. Du musst beide Prüfungen bestehen, um deine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. Wer KlempnerIn werden will, sollte schwindelfrei und gerne an der frischen Luft sein. Auch die Fähigkeit, sich Dinge räumlich vorstellen zu können und ein Blick für Details sind wichtig für diesen Beruf. Idealerweise bringst du einen Hauptschulabschluss mit guten Noten in Mathematik mit. Jetzt gibt es für dich noch eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte dieser Ausbildung. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant? Dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.